Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Liebe Schwestern, liebe Brüder, sehr herzlich heiße ich Sie alle willkommen hier in unserem Kölner Dom zur Feier des Aschermittwochs und insbesondere zur Feier des Aschermittwochs der Künstlerinnen und Künstler. Willkommen heiße ich auch all die, die über das Radio und das Fernsehen, das Internet mit uns in dieser Stunde verbunden sind. Wir beginnen mit dem heutigen Tag die Vorbereitung auf das Osterfest. Und wir stehen in einer Zeit, in der wir uns unserer Verletzbarkeit, unserer Verletzlichkeit, unserer Gebrechlichkeit, unserer Geschöpflichkeit bewusst werden, wie kaum zu einer anderen Zeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zuvor. Das Versagen, Schuld, Sterben, Tod stehen gewissermaßen Tag für Tag auf der Tagesordnung. Wir können kaum die Nachrichten einschalten, ohne dass davon die Rede ist. Der Aschermittwoch bringt uns dies auf seine eigene Weise in Erinnerung. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staube zurückkehrst. Als Christen wissen wir aber darum, dass diese Tage hinauslaufen auf die Auferstehung des Herrn. Wir sind mehr als Staub. Wir sind in ihm geborgen. Und dort, wo wir nicht weiter wissen und weiter können, hat er Möglichkeiten, neues Leben zu erwecken und zu schaffen. In diesem Vertrauen auf den gekreuzigten und auferstandenen Herrn, der auch in diesen Tagen mit uns auf dem Weg ist, wollen wir jetzt den Beginn der österlichen Bußzeit mit diesem Gottesdienst eröffnen. Im Kyrie wollen wir uns bewusst mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unserem Versagen vor Gott stellen und seine Vergebung und die Vergebung, die wir einander schulden, erbitten.
Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Getreuer Gott, im Vertrauen auf dich beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen absagen und mit Entschiedenheit das Gute tun. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Joel. Spruch des Herrn: Kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, Weinen und Klagen. Zerreißt eure Herzen, nicht eure Kleider, und kehrt um zum Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und reich an Huld, und es reut ihn das Unheil. Wer weiß, vielleicht kehrt er um und es reut ihn und er lässt Segen zurück, sodass ihr Speise- und Trankopfer darbringen könnt für den Herrn, euren Gott. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, versammelt die Alten, holt die Kinder zusammen, auch die Säuglinge. Der Bräutigam verlasse seine Kammer und die Braut ihr Gemach. Zwischen Vorhalle und Altar sollen die Priester klagen. Die Diener des Herrn sollen sprechen: Hab Mitleid, Herr, mit deinem Volk und überlass dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. Warum soll man bei den Völkern sagen: Wo ist denn ihr Gott? Da erwacht im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Wort des lebendigen Gottes. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke uns neu dein Erbarmen. Gott, sei uns gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld voll mir ab
und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist, erneuere in meinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht, deinen Heiligen Geist nimm nicht von mir. Gib mir wieder die Freude deines Heiles, rüste mich aus mit dem Geist der Großmut. Eröffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde Korinth. Schwestern und Brüder, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, dass ihr seine Gnade nicht vergebens empfangt. Denn es heißt, zur Zeit der Gnade habe ich dich erhört. Am Tag der Rettung habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist er da, der Tag der Rettung. Wort des lebendigen Gottes. Christus Sieger, Christus König, Christus Herr in Ewigkeit. Wenn ihr heute seine Stimme hört,
verwertet nicht euer Herz. Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen, sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, lass es also nicht vor dir herposaunen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben, und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr betet, macht es nicht wie die Heuchler. Sie stellen sich beim Gebet gern in die Synagogen und an die Straßenecken, damit sie von den Leuten gesehen werden. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber, geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern, liebe Brüder, alles, was wir in diesen Tagen tun, steht im Schatten des durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine. Betroffen davon sind nicht nur Politik und Wirtschaft, betroffen sind auch Kirche und Kultur und damit auch das künstlerische Schaffen. Betroffen ist unser Aschermittwoch der Künstler, an dem wir uns nicht mehr auf die Dialektik von Lebensfreude und Ernst, von Karneval und Buße beschränken können. Denn seit fast genau auf den Tag, seit einem Jahr, tobt wieder Krieg in Europa. Beinahe möchte ich meinen, es sei so etwas wie Fügung, dass wir uns im Rahmen unseres diesjährigen Aschermittwochs der Künstler in unserer nachmittäglichen Akademie mit dem Werk von Käthe Kollwitz beschäftigen werden. Kaum ein Künstlerleben hat die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts so geprägt
wie das der wenige Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges verstorbenen Käthe Kollwitz. Ihren jüngeren Sohn Peter, gerade einmal 18 Jahre alt, verliert sie bereits im Oktober 1914 als ersten seines Regiments an der Front in Westflandern. Dieser Tod ihres Sohnes, der sich für diesen Krieg freiwillig gemeldet hatte, lässt für Käthe Kollwitz eine Welt zusammenbrechen. Sie erlebt ihn als den Bruch ihres Lebens. Von da an, so wird sie später sagen, datiert für mich das Altsein. Wie sie selbst dann doch diesen Verlust überlebt hat, wie sie es geschafft hat, weiterzuleben, durch die Kunst, durch die Möglichkeit, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Ich kenne, liebe Schwestern, liebe Brüder, keinen anderen Künstler und keine andere Künstlerin, deren Trauer mich so sehr und mehr berührt als die, die ich in den Werken von Käthe Kollwitz erkenne. Peter, ihr Sohn, ist der Gewalt des Krieges zum Opfer gefallen. Er ist eines der 20 Millionen Opfer des Ersten Weltkrieges. Ihnen werden 70 Millionen Tote im Zweiten Weltkrieg folgen. 20 Millionen Tote fordert der Vietnamkrieg. 42.000 Tote der Irakkrieg. Und bis heute sind es circa 400.000 Tote im syrischen Bürgerkrieg. Und der gegenwärtige Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat laut Zählungen des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte bis zum 12. Februar dieses Jahres mindestens 7.199 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert, darunter mindestens 438 Kinder, ganz zu schweigen von der unbekannten, aber wohl sehr hohen Zahl der im Krieg getöteten Soldaten. Wir hören, liebe Schwestern, liebe Brüder, diese Zahlen. Wir sehen aber nicht die Gesichter hinter diesen Zahlen. Kennen die Leidensgeschichten, kennen die Lebensgeschichten der Toten nicht. Wissen nicht, wer um sie trauert. Die Künstlerin Käthe Kollwitz gibt der Trauer ein Gesicht. Ein Gesicht, das für all jene steht, die ihr Kind haben hergeben müssen, die es durch Krieg, durch Gewalt, durch Tod, durch Krankheit, durch einen Unfall verloren haben. Jenen, die hinter den Schicksalen stehen. Wie in jedem Jahr ruft uns auch unser diesjähriger Aschermittwoch am Beginn der österlichen Bußzeit zu Umkehr und Buße auf. Er ruft uns dazu auf, den Weg der Umkehr in unserem persönlichen Leben wie auch in der großen Welt- und geopolitischen Auseinandersetzungen zu gehen. Der Aschermittwoch mit seiner Botschaft verlangt von uns, dass wir die vor uns liegenden Wochen der Fastenzeit dazu nutzen, um wieder neu nach Wegen des Friedens mit Gott und den Menschen zu suchen und um sie dann auch zu beschreiten. Woher kommt eigentlich, zumindest aus christlicher Perspektive, ein solcher Friede? Eben aus einer solchen immer erneuten Hinkehrung zu Gott, aus einer Versöhnung mit Gott. Wir wissen, das können wir nicht aus eigenen Kräften tun. Das brauchen wir auch nicht. Warum nicht? Weil Gott das schon für uns getan hat.
Er hat das Werk der Erlösung, der Aussöhnung vollbracht, indem er seinen Sohn in die Welt sandte und ihn hingab bis zum Tod am Kreuz. Christus, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut, kann der Apostel dann den Kolossern schreiben. Er hat Friede gestiftet zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und dem Menschen. Und dieser Friede ist so innig mit Jesus Christus und seinem Erlösungswerk verbunden, dass der Apostel dann einfach von ihm sagen kann: Er ist unser Friede. Gott also ist der große Friedensstifter. Er hat den Frieden als Frucht des Kreuzes reifen lassen. In seinem Sohn Jesus Christus reicht er uns seinen Frieden und seine Versöhnung dar. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, ist der Friede, den uns Christus am Kreuz erworben hat, und der Friede unter den Völkern der Erde nicht ein und dasselbe. Aber dennoch hängen sie aufs Engste zusammen. Denn nur wo Gott sich mitteilt und wo er als Gott anerkannt und verherrlicht wird, wo der Mensch also in Frieden mit Gott lebt, kann Friede umfassend und auf Dauer auch in den menschlichen Beziehungen bestehen. Eine Erfahrung, die auch Käthe Kollwitz teilt, wenn sie zu Silvester 1914, also knapp 3 Monate nach dem Tod ihres Sohnes, sagt: Ich will Gott die Ehre geben, auch in meiner Arbeit. Das heißt, ich will wahr sein, echt und ungefärbet. Friede des Menschen mit Gott, Friede des Menschen mit sich, mit dem eigenen Herzen, Friede der Menschen untereinander gehören zusammen. Was also können, was also müssen wir tun, um Frieden zu stiften? Vor allem eines: uns immer wieder erneut hinwenden zu Gott, umkehren von den krummen Wegen der Sünde, der Ungerechtigkeit und Buße tun. Unser Verhältnis zu Gott muss wieder in Ordnung kommen. So nehmen wir den Frieden an, den Gott uns in Jesus Christus anbietet. Der Friede mit Gott soll unser Herz erfüllen, damit aus dem Frieden mit Gott der Friede unter den Menschen, der Friede der Völker hervorwächst. Krieg, liebe Schwestern, liebe Brüder, ist kein unabwendbares Schicksal. Es ist ein Machwerk des Menschen. Und dem stellen wir uns in den Weg, nicht zuletzt durch unser Gebet. Beten ist nämlich kein Opium. Beten heißt, wir trauen Gott etwas zu. Wir trauen ihm mehr zu als uns selbst. Im September 2018 war unser Kölner Dom selbst einmal zu einem Mahnmal des Friedens geworden, als er die Projektionsfläche für eine Bewegtbildillumination abgab, die an das Grauen und das Ende des Ersten Weltkrieges damals vor 100 Jahren erinnerte. Im Licht dieser Illumination wurde unser Dom zu einem Leuchtturm des Friedens. Dona nobis pacem, gib uns Frieden, so lautete das Motto der damaligen Illumination. Heute an unserem Aschermittwoch der Künstler richten wir diese Bitte erneut an Gott, der nicht ein Gott einer bestimmten Armee oder einer bestimmten Nation ist. Vielmehr ist er der Gott und der Vater aller Menschen in Ost und West, in Nord und Süd. Wir alle sind seine Geschöpfe. Niemand darf sich auf Gott berufen, wenn er zum Krieg rüstet.
Wir brauchen, liebe Schwestern und Brüder, keinen Präventivkrieg. Was wir brauchen, ist Kriegsprävention. Es kann doch nicht sein, es kann doch nicht vernünftig sein, Milliarden für einen Krieg zu verpulvern, während Millionen Menschen hungern. Es ist doch nicht vernünftig, menschliche Intelligenz für die Entwicklung immer perfekterer und besserer und intelligenterer Waffensysteme einzusetzen, statt für die Entwicklung der Völker. Deshalb heute erneut von diesem Ort aus, Dona Nobis Pacem, gib uns Frieden. Diese Bitte zählt mehr als alle Waffen dieser Erde, denn sie ermutigt uns zu dem, was stärker ist als alle Waffen. Was ist das? Es ist das Gebet und unser persönlicher Einsatz für den Frieden. Denn das Gebet für den Frieden ist das Herzstück jedweden Friedensdienstes. Wer sich diesem Gebet anschließt, erkennt an, dass letztlich alles von Gott abhängt, der der Friede ist. Und genau deshalb fordert uns auch unser heutiger Aschermittwoch dazu auf, uns zu diesem Gott des Friedens erneut hinzukehren. Denn davon, liebe Schwestern und Brüder, bin ich tief in meinem Herzen überzeugt. Wo es gelingt, Gott in der Höhe die Ehre zu geben, wird auf Erden Friede sein für alle Menschen seines Wohlgefallens. Deshalb und genau deshalb, liebe Schwestern, liebe Brüder, schreien wir es heute gemeinsam mit Käthe Kollwitz von diesem Ort aus erneut als unsere Bitte, Gott und allen Menschen guten Willens aus tiefstem Herzen entgegen. Nie wieder Krieg. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir wollen Gott, unseren Vater, bitten, dass er diese Asche segne, die wir als Zeichen der Buße empfangen. Barmherziger Gott, du bist den Demütigen nahe und lässt dich durch Buße versöhnen. Neige dein Ohr unseren Bitten und segne alle, die gekommen sind, um das Aschenkreuz zu empfangen. Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu begehen, damit wir das heilige Osterfest mit geläutertem Herzen feiern. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Bedenke, Mensch, dass du aus Staub bist und zum Staube zurückkehren wirst. Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren wirst.
lasset uns lieben. Verehrte Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, ein Künstler definiert sich nicht durch seine Großeltern, sondern durch seine Kunst allein. Als gläubiger Christ, als Künstler und gleichzeitig auch als anerkanntes Opfer schwersten sexuellen Missbrauchs in der evangelischen Kirche, fühle ich mich geehrt, heute abermals an diesem traditionellen Künstlergottesdienst mitwirken zu dürfen. Meinen persönlichen und herzlichen Dank dafür an Kardinal Rainer Maria Wölki und den Künstlerseelsorger Prälat Josef Sauerborn. Es ist bei Gott nicht einfach, einen Requiem, ein Nachruf an so viele, viele, viele Menschenleben zu halten. Ich will es aber dennoch probieren. Lasset uns beten. Ukraine, Iran, Türkei, Syrien. 2 Tage vor dem ersten Jahrestag des brutalen Russlandüberfalls auf die Ukraine beten wir für das tapfere Volk der Ukraine und seinen Präsidenten Volodymyr Zelensky, einen wunderbaren Künstler. In ihrem Kampf um Leben und Freiheit. Wir beten für die Solidarität der Völker mit der Ukraine. Wir bitten dich, gütiger Gott, mach, dass Wladimir Putin seine Truppen bedingungslos aus der Ukraine abzieht, dass, wie unser Kardinal Wölki vorhin in seiner Ansprache, aus diesem Künstlergottesdienst eine Botschaft an die Welt rausgeht, dass Putin endlich diesen sinnlosen Krieg einstellt. Wir beten auch für Frieden und Freiheit im Iran, wo so viele Künstler, so viele Unschuldige, ganz besonders auch Künstler, hingerichtet werden, nur weil sie ihre Meinung sagen. Unser Künstlerkollege, der iranische Schauspieler Hossein Mohammadi, wurde im Iran zum Tode verurteilt. Nur weil er sich an Demonstrationen für die Freiheit beteiligte. Wir beten, dass er und alle anderen Unschuldigen begnadigt werden mögen. Bitte, gütiger Gott, hilf diesen armen Menschen im Iran. Wir beten und wir trauern. Zutiefst, denn vor 2 Wochen bebte die Erde in der Türkei und in Syrien und die Zahl unserer toten Brüder und Schwestern steigt täglich weiter an. Stand heute sind es bereits fast 50.000 Menschenleben, die diese Naturkatastrophe kostete. Und daher beten wir heute ganz besonders für die Seelen dieser Erdbebenopfer. Und die Überlebenden, die nun obdachlos sind. Herr Jesus Christus, gütiger Gott, wir bitten dich, o Herr, erhöre uns. Amen. Das Gebet der Künstler.
verbunden mit vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in allen Teilen der Welt, haben wir uns, Herr und Gott, an diesem Aschermittwoch versammelt, um dir ein Zeugnis unseres Glaubens und unserer Haltung und Hoffnung zu geben und dir für alle Begegnungen zu danken, die du jedem von uns mit dir in der Arbeit, in der Kunst und im Leben überhaupt immer wieder schenkst. Herr, lass uns in unseren künstlerischen Schaffen deiner Wahrheit Mittler deines Friedens und deiner Liebe sein. Wir gedenken aller, die während des vergangenen Jahres aus unserer Gemeinschaft zu dir heimgegangen sind. Schenke ihnen das ewige Leben bei dir und lass ihr irdisches Schaffen in der Fülle deiner ewigen Freude einfließen. Im Vertrauen auf deine Güte bitten wir auch um dein Erbarmen für alle, die du bis zum nächsten Aschermittwoch aus unserer Mitte abberufen wirst. Gewähre ihnen ein Sterben im Glauben an die Auferstehung und an das Leben der kommenden Welt. Sei uns ein gnädiger Richter. Amen.
Lasset uns beten. Herr, unser Gott, zu Beginn der heiligen 40 Tage bringen wir dieses Opfer dar und bitten dich, hilf uns umzukehren und mit Taten der Buße und der Liebe zu vollbringen, damit wir unseren bösen Neigungen nicht nachgeben. Reinige uns von Sünden und mache uns fähig, das Gedächtnis des Leidens unseres Herrn Jesus Christus mit ganzer Hingabe zu begehen, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Durch das Fasten des Leibes hältst du die Sünde nieder, erhebst du den Geist, gibst du uns die Kraft und den Sieg durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes, und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau Maria und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern. Und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Frauen und Männer, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Wir beten für alle, die im Laufe des vergangenen Jahres verstorben sind. Marita Reinhold, Jörg Baumgarten, Ursula Hemmes, Johannes Höhmberg, Paul Krenz, Helene Katja Schütte,
Klaus Balke, Gertrud Zellekens, Dieter Hartmann, Ulrich Schneider, Hans-Walter Lückerath, Alfred Kirsten, Karin Feldhus, Martin Tiebes, Jürgen Flimm, Mechthild Bach. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Schenken wir uns ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Thank you.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer über die Weisung des Herrn nachsinnt bei Tag und Nacht, bringt seine Frucht zur rechten Zeit.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, stärke uns durch dieses heilige Opfermahl, damit wir fasten können, wie es dir gefällt, und durch die Feier dieser Tage Heilung finden. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, am Ende dieses Gottesdienstes wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Für einen jeden von Ihnen, der heute den Weg gefunden hat hier in unseren Kölner Dom, für all die Menschen, die sie mit im Herzen tragen, für all die vielen, für die wir heute gebetet haben und dann natürlich besonders auch für den Tag, der jetzt vor uns liegt, für die Begegnungen, die wir miteinander haben dürfen, für das Gespräch, für die Vortragenden in Wort und Musik. Für alle sie wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Danken wollen wir auch unserem Chor von der Ars Choralis Köln für den wunderbaren Gesang, mit dem sie diesen Gottesdienst nicht nur einfach verschönert haben, sondern auch geholfen haben, dass sich unsere Herzen zu Gott hin erheben können. Mögen die 40 Tage, die jetzt vor uns liegen, vor dem Osterfest zu einem Segen, zu einer Gnadenzeit für eine jede und einen jeden von Ihnen, von uns werden. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.